The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satans letzter Feldzug. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Der Feind bereitet sich auf seinen letzten Feldzug gegen die Gemeinde vor. Er hat sich so versteckt, dass viele kaum an seine Existenz glauben können. Und noch viel weniger lassen sich von seinem erstaunlichen Tatendrang und seiner Macht überzeugen. Der Mensch ist Satans Gefangener und neigt von Natur aus dazu, seinen Vorschlägen zu folgen und zu tun, was er sagt. In sich selbst besitzt er keine Kraft, dem Bösen wirkungsvoll zu widerstehen. Nur wenn Christus durch einen lebendigen Glauben in ihm wohnt, kann der Mensch es wagen, sich diesen furchtbaren Gegner zu stellen. Jedes andere Verteidigungsmittel ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur durch Christus wird Satans Macht eingeschränkt. Die Tragweite dieser Wahrheit sollten wir alle erfassen. Satan ist jeden Augenblick tätig. Er ist mal hier, mal dort, durchwandert ständig die Erde und sucht, welchen er verschlingen könnte. Doch das ernste Gebet des Glaubens wird auch seine heftigsten Angriffe vereiteln. Satan hofft, die übrigen des Volkes Gottes in den allgemeinen Untergang hineinzuziehen, der über diese Erde hereinbricht. Während die Wiederkunft Christi näher rückt, wird er entschlossener und entschiedener sein in seinen Bemühungen, sie zu Fall zu bringen. Männer und Frauen werden sich erheben und vorgeben, neues Licht zu haben. Irgendeine neue Offenbarung, die aber dahin tendiert, den Glauben an die alten Marksteine der Adventbotschaft zu schwächen. Was sie lehren, wird die Prüfung am Wort Gottes nicht bestehen. Trotzdem werden Leute irregeleitet werden. Gerüchte werden die Runde machen und etliche werden in diese Falle hineintappen. Wir können gar nicht wachsam genug sein, wenn es um Irrtümer und Irrlehren geht. Denn Satan ist ständig darum bemüht, Menschen von der Wahrheit abzuwenden. Manche Menschen haben keine Charakterfestigkeit. Sie sind wie ein Klumpen Kitt und können in jede denkbare Form gepresst werden. Diese Schwachheit, diese Unentschlossenheit und Unfähigkeit muss überwunden werden. Ein wahrhaft christlicher Charakter hat etwas Unbeugsames an sich, das durch widrige Umstände nicht verformt oder unterworfen werden kann. Die Menschen müssen moralisches Rückgrat haben, eine Rechtschaffenheit, die sich nicht schmeicheln, bestechen oder einschüchtern lässt. Gott hat Grenzen gesetzt, die Satan nicht überschreiten kann. Diese Schranke ist unser heiligster Glaube. Wenn wir uns im Glauben aufbauen, werden wir im Schutz des Allmächtigen geborgen sein. The Lord is coming. Are you ready?